Assalamu alaikum, Bruder. Alaikum salam. Was kriegst du? Wie immer, einmal für mich. Alles klar. Guck, ich kann machen, was ich will. Du hingegen kannst nur reden und musst Wasser für die Arbeit in eine Plastikflasche füllen. Oder sag mir deine Tipps, Mann. Das Einzige, was dich besonders machen könnte, ist, dass du das Leitungswasser filterst und haushoch am Pokern bist. Doch leider geht es nicht mehr um das Geld, sondern darum, wer dein Baumwollpullover kriegt. Glaubst du, ich nehme dich Vogel so noch ernst? Ach komm, schick mir deine Songs. Mein Papierkorb ist noch leer, war nur spaßig. Brenn mir deine Lieder auf eine Rolling, steig gemütlich in den Baba-Corsa ein und überfahre sie. Ich weiß, Dicker, ziemlich schade für die Songs. Hab sie gerade überrollt und sie fragen, Jengis, sag mal, was machst du für den Erfolg? Hä? Ich häng den ganzen Tag mit Nazis, nur um irgendwann den Bambi zu bekommen. Und wenn das nicht klappen sollte, gib mir ein paar von den Coupons und ich geh dann eben in das nächste Fastfood-Restaurant. Ich schneide Fleisch von dem Dönerspieß ab. Ihr macht euch Sorgen, weil ihr nicht mehr in die Röhren-Jeans passt. Ich find, irgendwie hat keiner mehr als ich verdient. Außer der Arafat, die Hälfte meiner Gage geht an ihn. Und den Rest gebe ich eben für was Sinnvolles aus. Fliege kurz in die Türkei und importiere eine Frau. Oder kauf mir mal ein Auto, was eine Servolenkung hat. Ich glaube, das wäre die beste Idee. Ich sag immer, gut Ding braucht Weile. Doch du bringst gerne jeden Tag einen neuen Song. Und deshalb klingen die auch wie Scheiße. Yeah, guck, ich hab ein Attentat geplant. Ich verkaufe deine Beats und sag dann, ich hab sie gemacht. Hey, yo, Wahnsinn. Idee. Ich brauch endlich mal einen Praktikanten, der mir dabei hilft, meine Gage zu zählen und nicht Kaffee kocht und Kippen holt. Denn dafür gibt es dich, wenn du dem Türken widersprichst, wirst du herabgestuft aufs Minimum. Tut mir leid für diese Unannehmlichkeiten, doch aufgrund der Wackness kann ich dich von nun an unterscheiden, Dicker. Im Grunde bin ich voll integriert, ich bestätige Klischees und helf dem Volk damit viel, also was denn? Ich bin gerne hilfsbereit, doch kann man leider nichts dagegen unternehmen, wenn keiner mit dir abhängt, du Lappen. Du bist doch nur desorientiert, suchst du Technik oder Skills, Mann, die gibt es nur bei mir. Ich schneide Fleisch von dem Dönerspieß ab. Ihr macht euch Sorgen, weil ihr nicht mehr in die Röhren-Jeans passt. Ich find, irgendwie hat keiner mehr als ich verdient. Außer der Arafat, die Hälfte meiner Gage geht an ihn. Und den Rest gebe ich eben für was Sinnvolles aus. Fliege kurz in die Türkei und importiere eine Frau. Oder kauf mir mal ein Auto, was eine Servolenkung hat. Ich glaube, das wäre die beste Idee.